Meine Lieben, es gibt heute wirklich ein unglaublich schnelles Gericht, und zwar so ein Tandoori Gratin mit roten Linsen. Okay, also große Pfanne, geröstetes Sesamöl. Das ist ein, ja, erkennt ihr, weil es eben so ein bisschen braun ist. Ja? Und dann kommt das Hähnchen rein. Boah, duftet schon gut. Idealerweise, meine Lieben, ein richtig gutes Hähnchenbrustfilet. Ja, Bio-Qualität. Salz und Pfeffer dazu. Und jetzt schön anbrutzeln lassen. So, und in der Zwischenzeit. Nicht schlecht, gell? Und in der Zwischenzeit macht ihr Folgendes. Wir brauchen so eine Tandoori-Paste-Scheibe. Ah. Immer das Gleiche mit den großen Löffeln. Nehmt ihr so einen Löffel Tandoori-Paste, da gibt es scharfe und weniger scharfe. Ich finde die weniger scharfe deutlich besser. Dann vielleicht die fünffache Menge Sahne dazu. Das Ganze ein bisschen aufrühren. Und jetzt habt ihr im Prinzip schon die Soße. Zum Hähnchen. Achtung, Kamera ein bisschen weg. Weg, 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 weg. Noch einmal wenden. Ich kenne ja meinen Producer. Ja, der sagt, hey, die Kamera kostet 12.000 Euro. Jetzt ist sie voller Summer. Das Fleisch ist angebraten. Dann kommen rote Linsen dazu. Komm her, richtig schöne rote Linsen. Die muss man auch gar nicht großartig einweichen. Und zu den Linsen kommt dann die Tandoori-Sahne dazu. So. Okay. Leise köcheln lassen. Leise. Und dann, einmal zu mir, meine Wunderreibe, Bio-Ingwer mit Schale. Und Bio-Ingwer mit Schale schmeckt super. Den Ingwer hier rein. Zack. Mal ein bisschen umrühren. Und mit der Tandoori-Paste, ihr müsst mir da vertrauen, das schmeckt echt extrem lecker und viel mehr braucht man dazu gar nicht. Ja? Viel mehr brauchen wir dazu gar nicht. Das reicht. Am Ende kommt das Ganze dann in eine Auflaufform. So, schön gemütlich. Und jetzt, das ist so ein bisschen Crossover. Ja? Also man muss ganz klar sagen, Tandoori und Parmesan passt vornehmlich zumindest geografisch nicht zusammen, aber für dieses Gericht ist es echt fein. Hobelt den Parmesan auf so eine schöne Reibe. Warte mal, ich mach das mal so. Und so ein Ding hat man immer zu Hause, ja. So. Und jetzt ab in den Backofen. 5 Minuten unter den Grill. Wir sehen uns gleich. So, das ist mal ein Blitzrezept, wo den Namen wirklich verdient. Und ich muss ganz ehrlich sein, es hat schon jetzt vielleicht so 7 Minuten gedauert. Ja. So schaut das Ganze dann aus. Ist echt mega lecker. Und so ein kleiner Christian-Tipp noch. Ich gebe ein bisschen Zimt, also wirklich nicht so viel, ein bisschen Zimt hier oben drauf. Und jetzt ist es wirklich toll. Im Blitzrezept, saumäßig lecker. Probiert es unbedingt mal aus. Und dann sind alle zufrieden. Brot dazu, Reis dazu, Nudeln dazu oder gar nichts dazu und ein Gläschen Weißwein. Guten Appetit.